Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Game Dev Tycoon mit mir, dem Tenchi, hier von Synoops Kanal. Und ja, ist schon recht spät, deswegen werde ich jetzt ein bisschen leiser sein. Und fangen wir einfach mal an hier. Die M-Box 360 wird vom Markt genommen. Das heißt, wir sind schon ziemlich krass in der Zukunft, wenn man bedenkt, dass die M-Box 360 schon vom Markt genommen wird. Ja, ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Punks der Zukunft haben wir verkauft. Der Ton geht gerade nicht, das heißt, wir werden noch schnell den Ton machen müssen. So, da geht auch der Ton. Und ja, da schauen wir mal was. Voni möchte eine neue Konsole rausbringen, die Play System 4. Geht alles sehr schnell und ich frage mich immer noch, warum wir eigentlich noch keine Forschungsabteilung haben. Wir haben jetzt eigentlich jemanden ausgebildet, wenn ich mich nicht irre. Nein, ich möchte das gerne trainen. Technologie 703. Vielleicht muss ich noch was researchen. Mal schauen. Story, Dialoge, Level Design. Das ist alles nicht das, was ich möchte, sondern generell. Tja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum es das nicht gibt. So Punk der Zukunft kam ganz gut an. Jemand hat mich gefragt, warum ich mich nicht selbst trainiere, sondern alle nur die anderen. Es liegt daran, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass ich mich selbst automatisch nach oben level, aber ja, wenn ich mir die Werte so angucke, eher weniger. Deswegen werde ich mir jetzt auch mal was gönnen. Game Design, Programmieren. Ich möchte eigentlich immer alles machen. Machen wir Game Design. Ach, geht nicht. Wir haben keine Research-Punkte. Ja, da werden wir so ein bisschen Kontraktwirt machen. Hier, machen wir einfach mal irgendwas. Das wird schon irgendwie hinhauen. Ja, locker, das schaffen wir doch easy. Ja, die Convention ist wieder da. Wir nehmen die fetteste Convention, die es gibt. Mal ein bisschen Geld verdienen, das ist nicht besonders viel. Und ja, jetzt bin ich trotzdem dann doch mal interessieren würde mich das, warum ich jetzt kein Labor machen kann. Ich habe den doch jetzt zum Spezialisten gemacht. Jetzt muss ich noch mal schauen. Tut mir leid. Also, Training. Steht hier auch irgendwas, was er denn, dass er schon irgendwas ist, oder? Wir haben den doch zu was Speziellen gemacht. Das steht aber nirgendwo da. Also sowas hier suche ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich ja Spezialisierung schon gemacht habe, aber ich denke schon, dass ich die reingehauen habe bei ihm. Hier Design-Spezialist und Technologie-Spezialist habe ich, glaube ich, für ihn schon gemacht. Ja, bei ihm würde es theoretisch noch irgendwann funktionieren. Was ich ja mal machen werde, ist diesen Boost hier, den ich auch noch nicht machen kann, weil D500 und C500 brauche. Na gut, dann würde ich sagen, müssen wir irgendwas basteln, damit wir wieder die Research-Punkte hochgehen, damit ich mir wieder ein bisschen trainieren kann. Beziehungsweise wollten wir, glaube ich, auch mal irgendwann eine neue Engine schreiben. Wenn ich mich nicht irre, da bin ich, weiß ich gerade nicht. Custom Engine, wir haben, ja, die nächste 3D-Grafik könnten wir schon machen. Und das war's auch schon. Das heißt, wir müssen tatsächlich mal ein bisschen mehr erforschen, damit sich das auch lohnt. Nicht drehen, sondern drehen vor allem. Hier, fast eine 500.000 kostet uns das hier pro Monat. Da müssen wir echt uns ranhalten. Das kostet alles so viel hier. 40, 80, das schaffen wir alles nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich irgendein dummes kleines Spiel raushauen, damit wir irgendwie an Research-Punkte und so weiter und so fort rauskommen. Ja, jemand hat gesagt, ich soll doch mal LOL machen, aber die Frage ist, was ist LOL für ein... hier erstmal das hier. Was könnte man denn da machen? Ich weiß gar nicht. Haben wir ein Gefängnis Prison Architect schon gemacht? Denn das spiele ich ja zurzeit. Wäre ich auch ganz cool, Prison Architect zu machen. Prison Architect. Ich glaube, das wird so geschrieben. Wenn nicht, dann tja. Dann halt nicht. Wäre rein theoretisch eine Simulation. Plattform picken. Wir picken den PC. Und wir picken unsere super-duper Engine. Und machen gleich weiter. 3D. 2D wäre natürlich auch nicht schlecht. Eigentlich könnte ich auch... Oh. Mit Ankündigung auf der neuen G3. Sehr schön. Ja, ja, kommt. Das kann man auch nicht überspringen. Das muss man abwarten. 1,2 Millionen, nicht schlecht. Da sind wir doch bestimmt auf Platz 5. Ja, genau, das habe ich erwartet. Und jetzt schauen wir, was brauchen wir alles in einer Simulation? Ja, weniger Story, mehr Engine. Und wie sieht es jetzt mit... So, schauen wir, was wir rausnehmen. Advanced Cutscenes nehmen wir mal... Lassen wir mal drin. Also, wir nehmen jetzt nur interaktiv raus.
Ja, Engine, Save to Cloud, Online-Play, das wäre echt super. Save to Cloud, da brauchen wir kein Save-Game. Multiplayer wäre schon nicht schlecht. Ach, da, achso, das ist für Online, für Online-Play, hat sich das abgelöst, okay. Ja, mehr geht nicht. Gameplay müssen wir mal schauen. Achievements ist cool. Charakter Progression ist natürlich auch nicht schlecht, aber es ist halt ein Prison. Dann vielleicht doch eher Skill Tree. Machen wir den mal rein. Damit das für die Engine irgendwann reicht. Und zwar passt nicht ganz. Mal hier ein bisschen runterschrauben. Sehr schön. Ja, ob das nun wirklich so richtig geht, sehen wir, wenn das Licht angeht. Ja, läuft schon ganz gut. Der Hype geht zumindest hoch. Ja, die Play System 4 kommt gerade raus. Wir haben gerade einen Leck gehabt, einen kleinen, aber das ist ja nicht so schlimm. So. Ja, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen künstliche Intelligenz. Dialoge weniger, eher so Level-Designs, wäre ganz cool. Ja, machen wir es einfach so. Wir können trotzdem alles reinhauen und dann geht's los. Los, Design- und Technologiepunkte. Haut alles rein, was ihr habt. Ihr seid die besten Mitarbeiter. So, was haben wir hier? Soundtrack. Word Design 3D-Grafik. Ja, ich glaube, wir müssen irgendwo Abstriche machen. Zum Beispiel beim Sound. Ja, Soundtrack lassen wir mal weg. Da können wir den Sound mal schön runterschrauben. Wir müssen jetzt aber irgendwie hier auch noch irgendwie rumschrauben, damit wir auch die Grafik überhaupt reinbekommen. Ja, wie haben wir das denn gemacht? Aber was haben wir denn für ein Spiel erstellt? Ein großes? Wir haben, glaube ich, ein normales gemacht, ne? Ah, kein Wunder, dass das alles nicht reinpasst hier. Ja, ich sehe auch gerade, wir machen so ein kleines Minispiel, verdammt, das habe ich ganz vergessen. Dann plus ein Architekt, naja, mal gucken, ob sich das gut verkauft. Da müssen wir natürlich hier Abstriche machen. Open World braucht man eigentlich weniger bei einer Simulation. Und das ist dann auch schon der Punkt, der nicht gefehlt hat. Wenn ich mehr Sound mache, geht's auf einmal. Das geht ja mal gar nicht so. Komm, ich hatte doch gerade diesen einen Punkt, die eine Stelle erreicht. Ah, das gibt's nicht. Ah, jetzt schnell OK drücken. Ja, das wird so ein kleines Minispiel. Ah. Naja. Hat einen super Hype, aber ist halt einfach so ein kleines Minispiel. Also, schade, jetzt habe ich mich echt verklickt. Oder ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Na gut. Kann passieren. So, den Bug möchte ich gerne noch weg haben. Danke. Ja, haben wir halt ein kleines Spielchen gemacht. Ja, neue Kombo und alles gewesen. Und wir haben trotzdem nur so ein kleines Spiel. Ja, schade. Wir hauen es trotzdem auf den Markt. Mal gucken, was rauskommt. Vielleicht hat es ja wenigstens die Produktionskosten. Sah am Anfang ganz gut aus, aber... Wow, 5. Oh, warum? Weshalb? Uninspirierend. Ja, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung. Wir verlieren vielleicht wahrscheinlich jetzt ein paar Fans. Wir haben ein paar Millionen ausgegeben, das Spiel zu machen. Und ja, wir haben Fans verloren. Ja, läuft nicht so gut. Wir gucken uns mal einen Publisher-Vertrag an. Ich mache sowas auch gerne mal. Hier, Capcom möchte gerne ein alternatives History-Spiel machen. Alternative History... Nein. Ja, Royalty 9%, bloß ganz schön wenig. Aber ich mach's einfach, weil... Ach ja, ich kann's natürlich nicht machen. Wir wollten das erforschen. Ich will so viel machen, ich möchte alles machen. Und ich frage mich tatsächlich, warum ich kein Labor aufmachen kann. Brauche ich da mehr Fans für? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist im Weg. Und funktioniert so nicht ganz. Wir machen, glaube ich, erstmal Training. Komm, ich researche das. Dann machen wir den Publisher-Vertrag. Alternative... Geschichte. Ja, ich wollte ja eigentlich noch trainieren. Ja. Ich glaube, jemand anderes erforschen lassen sollen. Naja. Ja, ein Haufen Fans verloren. Das Geld, was wir einnehmen, es wird wahrscheinlich ja auch nicht mal annähernd reichen. Naja, schade, aber. Ganz schön viele Fans verloren. Und es hört auch einfach nicht auf. So, wir trainieren uns mal. Wir bräuchten mal ein bisschen Game Design. So, und du, dich haben wir doch eigentlich trainiert.
Den Boost könnte ich noch machen, das kostet aber einiges. Ich mach das mal. Ich möchte ja wissen, ob ich dich irgendwann mal Dings machen kann. So, jetzt 16 aber bloß noch. Das geht nicht. Mit 16, was kann man denn anfangen? Hier, irgend so ein Mist könnte man machen. Code Jam. Na dann, machen wir Code Jam. Dann sind wir auch wieder fertig. Der bekommt ja den Boost. Ja, hier geht's ganz ordentlich hoch anscheinend. So. So, brauchen wir dann mehr Research-Punkte? Ich weiß es nicht. Ich möchte gerne unseren Labor haben zum Freischalten. Aber anscheinend wird das noch eine Weile dauern. Wir werden jetzt trotzdem mal einen Publisher-Deal machen. So, Capcom. Alternatives Ding. Wir machen natürlich hier ein Large Game. Alternative Geschichte. Was ist denn das? Killing. Nicht. So machen wir. Nazis. Killing Nazis. Das ist so eine Art Zurück in die Zukunft, wo man halt. Ja, Nazis killen muss. So Action. Strategie, Casual. Ja, Action, Casual. Und dann schauen wir mal, ob das irgendwas wird. Ich glaube ja eher weniger. So. Aber Casual, ein bisschen was kaputt kloppen, warum nicht? So, jetzt geht's los, das ganze Spiel. Hier haben wir einen Haufen Mitarbeiter. Wir brauchen interaktive Story. Wo das ja bloß Action ist, da sollte es eigentlich gar nicht auffallen. Da wäre eher sowas hier gefragt, glaube ich. Ja, komm, hol die Story nochmal weg. Simple Cutscenes, das muss reichen. Hoffe ich. Ja, Engine. Multiplayer haben wir alles eigentlich drin. Videoplayback wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber das kriegt man nicht mehr rein. Wir kriegen ja so schon Gameplay gar nicht rein. Ah, ich hasse sowas. Ja, die Story kann ziemlich weit runtergeschraubt werden. Man kriegt das alles nie rein. So nervig. Es ändert sich ja nichts hier, egal wie ich rumschraube. Außer ich mache die Story natürlich auf ganz weit runter. Aber selbst dann reicht es nicht. Ah, ganz verdammt knapp. Ich komme hier nicht weiter runter. Ach, es reicht nicht. Ich muss was rausnehmen. Ach, ist alles so schön. Ich will nichts rausnehmen. Physik ist auch nicht schlecht. Mod-Support. Machen wir Mod-Support raus, dann klappt das schon. Ja, gut. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ja. Tanshi, du kümmerst dich um die Story, da musst du nicht viel machen. So, Gameplay, das sind alles eigentlich hier die ganzen Programmierer. Ich nehme jetzt den hier mal für die Engine und der zweitbeste geht dann für das Gameplay rein. Ja, für Story braucht man glaube ich auch eher einen Design-Typ, aber ich bin eh der beste Design-Typ gerade, deswegen nehme ich mich. Killing Nazis, mal schauen wie das wird. Das ist so eine alternative Geschichte, wo man sozusagen Nazis tötet und... Ne, Moment mal, das ist doch eigentlich gar keine Alternative. Naja. Play System 3 wird nicht mehr unterstützt, aber zum Glück noch der Computer und das finde ich immer gut. Ich hoffe, wir werden unsere Fans dann nicht enttäuschen. So. Ja, Dialoge ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber ich schiebe es trotzdem mal ein bisschen hoch. Level-Design ist wichtig, künstliche Intelligenz eigentlich relativ auch. Dialoge nehmen wir doch ein bisschen zurück. So, das heißt jetzt, wir brauchen einen guten Designer. Ja, wir werden ein guter Designer, wir nehmen aber doch lieber den Tenshi. So, wir brauchen einen guten Programmierer für das hier, aber der schafft das nicht, dann nehmen wir mal den. Der schafft das auch nicht. Dann nehmen wir den Sergio, der kann eh mal ein bisschen was machen. Und dann brauchen wir noch Dialoge. Dann nehmen wir jemanden, der relativ gutes Design noch hat. Ja, da kriege ich das nicht hin, dann nehmen wir den hier. Und dann sind wir wieder verteilt und gehen wir weiter in den nächsten Stage. Und ja, wie schaffen wir das bitte schön, dass wir unser Labor freischalten? Das muss ich mir bis zur nächsten Woche nochmal angucken. Bis zum nächsten Aufnahme. Denn ich habe das letzte Mal einfach nur einen Techniker ausgebildet und dann hatte ich mein Labor. Oder brauche ich zwei? Da muss ich nachher mal schauen. Was noch? Sound und alles ist ja jetzt hier drinne. Open World wäre bestimmt ganz cool.
Ja, Grafik und so, das ist auch alles ganz wichtig. Gerade die Grafik ist mit das Wichtigste, aber Soundtrack kriege ich hier bestimmt nicht rein. Ja, war klar, dass ich das nicht ganz reinkriege. Nee, möchte ich aber gerne. Machen wir es mal so. Ist relativ ausgeglichen. Jetzt brauchen wir nur noch Leute, die es auch machen. Ja, die sind alle nicht besonders gut hier in Design und alles, aber naja. Grafik, vor allem die Grafik sollte eigentlich von der Designer gemacht werden. Jetzt haue ich da den schlechtesten rein, den ich habe. Vielleicht doch lieber den. Und du kannst das hier machen. Gut. Leider gehen die auch alle schon müde in den Urlaub und alles. Das heißt, da wird noch ein bisschen schlechter alles. Aber naja, vielleicht habe ich die verlorenen Millionen, die ich jetzt eigentlich mal hatte, dann bald irgendwann wieder rein, obwohl ich nicht selbst publishe. Aber mal gucken. Oh, fast eine halbe Million pro Monat, die wir an Ausgaben haben. Das ist schon abartig. Ich hoffe, dass wir das wieder reinkriegen. Ich würde ja tatsächlich gerne mein Labor machen. Ich glaube, ich muss tatsächlich noch jemanden auf Techniker kriegen. Vielleicht brauche ich wirklich zwei. So. Ach so, ja, so. Gut, mal schauen, was das jetzt geworden ist. Ja, neue Combo, New Combo, Good Management, aber keine Great Combo. Ah, Sound, die zwei wollen wieder Geld haben. Oder sagen wir es mal so, mehr Geld haben. Ja, unser Storytelling haben wir bekommen. So, er geht jetzt erstmal in den Urlaub. Und das ist bestimmt ein ganz schlechtes Spiel. Au. Ah, kommt wenigstens eine 8, ach, eine 7. Ich meine, es ist beautiful, aber ja, könnte besser sein. Und man soll ja nicht, eigentlich nicht so. Ja, noch eine 7, kommen noch eine 8 oder eine 9. Das wäre nicht schlecht. Das wird alles ein bisschen rausreißen. Naja, eine glatte 7. Das geht ja dann doch irgendwie auch. Besser als unser letztes Spiel. Das war ja richtig Schrott. So. Auf in den Urlaub. Na? Urlaub. So. Ja, Killing Nazis wird angekündigt auf der G3. Und das wird jetzt wieder eine ganze Weile dauern. So, wir sind auf Rang 21 in der ersten Woche. Na, mal gucken, ob wir da ein bisschen Geld verdienen. Auf jeden Fall haben wir Fans wieder zubekommen, ein bisschen Geld verdient. Und jetzt möchte ich gern gucken, was hat der hier eigentlich? Technologie 530. Ich glaube, den werde ich mal schön auf Programmierkurs schicken, damit ich ihn auch hochkriege. Vielleicht brauche ich zwei Techniker, ich bin mir nicht so sicher. Aber eigentlich braucht man, glaube ich, nur einen. Ich weiß nur nicht, woran es liegt. Vielleicht dann das ganz normale erforschen, dass man das irgendwann researchen kann, aber ich glaube es eher weniger. Ich kann nur New Topics machen, Dialoge. Ja, ich weiß es nicht, irgendwas brauchte man vielleicht eine dynamische World, vielleicht müssen wir das alles erstmal entwickelt haben. So, was haben wir denn so gut wie noch gar nicht? Minigames, ja, Level Design. Dialoge haben wir eigentlich schon einiges geschafft. Kooperatives Play finde ich eigentlich sehr cool. So, die kommt wieder aus dem Urlaub raus. Der hat jetzt seinen Power-Button. Ja, und die anderen könnten eigentlich irgendwas tun hier. Was Leichtes. Ja, das vielleicht. So für nebenbei. Oh, Action-Games sind jetzt populär. Zum Glück haben wir noch unser Spiel am Laufen, das auch Action-Game ist. Jetzt habe ich aber so eine scheiße Mücke vor mir. Geh weg, geh weg. Und ja, mal gucken. Du bist ja jetzt fast fertig. Wir trainieren aber nochmal im Programmierkurs. Wir müssen die auf 700 bekommen. So, kooperatives Play ist fertig. Dann schauen wir, ob wir noch was researchen können. Ja, nichts für den Preis. Dann werde ich dich vielleicht auch nochmal trainieren. Und zwar wollte ich hier auch nochmal Produktmanager. Na komm, wir hauen das mal rein. Aber es kostet auch 30. Das heißt, da haben wir schon wieder keine Research-Punkte mehr. Ah, wie ich es hasse. Ja, ein bisschen Geld haben wir auf jeden Fall gemacht. Wir haben mit 170 Millionen gestartet. Jetzt haben wir 175 Millionen. Aber das geht ja alles wieder runter nach einer Zeit. Und ich muss auf jeden Fall dann mal schauen, wie ich es nun mache. Im nächsten Part werde ich mal geschaut haben, warum ich das Labor nicht freischalten kann. Und bis dahin würde ich sagen, ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen abgelenkt. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie schwelge ich ab mit meinen Gedanken. Okay, auf jeden Fall würde ich sagen. Ich war der Tenchi hier von The Noobs Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ich hoffe, dass wir da mehr erreichen, dass wir ein Labor bauen, dass wir viel erforschen können und alles und dass wir noch mehr Knete kriegen. Und ja, das wäre sehr schön.
darauf würde ich mich freuen. Und mit diesen wunderschönen Statistiken hier, mit dem schön viel Geld und so, verabschiede ich mich. Und ja, bis dann. Tschüssi.